Hi Friends und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute habe ich mir etwas anderes ausgesucht, was wir wahrscheinlich so auch schon mal hatten. Also so jetzt nicht, aber YouTube-Kacke hatten wir auf jeden Fall schon mal. Und ich habe mir ein Video ausgesucht, nämlich die Fahrradcops. Und ich bin mal gespannt, wie das Video wird, wenn wir da heute drauf reagieren. Let's go! Ja, direkt am Anfang mit Marcel Davis hier. Angriff der Kölner Fahrradpolizei. Boah, Angriff direkt. Das sind die ganzen Kampfradler. Jetzt geht's ab hier. Absteigen. Absteigen. Schön. Absteigen. Absteigen. Hä? Einfach zu jedem absteigen oder was? Wir müssen absteigen. Am Auto direkt absteigen. Polizei, runter vom Rad. Wo hört man an, wo fängt man auf, ne? Hallo, stehen bleiben mal. Absteigen. Absteigen. Immer nur absteigen. Geht überhaupt nicht. Ich halte sie an, weil sie ein Fehlverhalten an den Tag legen. Fehlverhalten, auch so. Fahrradfahren ist also ein Fehlverhalten, wusste ich ja gar nicht. Gut, dass ich nicht mehr mit Fahrrad fahre. Ist verboten. Sie wissen, Fahrradfahren ist verboten. Hat sich schon rumgesprochen. Halt stehen bei der Polizei! Letzte Aufforderung! Jetzt bei Bügel-TV. Die Fahrradcops sind zurück. Oh. Igel-TV. Oh mein Von Gott. Hier wird er gesteuert. Der Gegenangriff auf Kölns Fahrradfahrer. Das Polizeipräsidium setzt auf Beamte, die dafür bekannt sind, dass sie völlig ohne Grund Passanten beleidigen. Ach, na dann. Die beiden Oberschwakos Ralf Kackheim und Markus Spasten sind zwei. Ralf Kackheim. Der Dienst im Sattel, kein Job für arme Beamte. Markus Spastens ist obdachlos und hat sein bei Candy Crush ausgegeben. Oh, das ist aber nicht schön. In seinem Candy Crush, Alter. Wurde mit dem Panzer durch die Kölner Innenstadt und bedrohte Kinder Panzer, Digga. Übertreib mal den Lage nicht. Ralf Kackheim war früher deutscher Bundeskanzler und bis vor kurzem gehörte er zu einer Sondereinheit, die Radfahrer auf der Autobahn kontrollierte. Ja, Radfahrer sind auch immer auf der Autobahn. Die Beamten sind kaum losgefahren, da machen die beiden Polizisten erstmal Pause. Man kennt es. Erstmal Pause. Es steht halt tatsächlich Ralf Kackheim. Ja. Oh Gott. Muss man schon ein bisschen hart besoffen sein. Jeden Tag aufs Neue. Ja. Jeden Tag saufen. Gegen die Oh ja. Jeden Tag saufen. Perfekt. Ach, guck mal hier. So, hallo. Ich grüße Sie. Ich spreche sie an, weil sie auf dem Parkplatz stehen. Die Parkplätze müssen in Köln nicht frei bleiben. Ach so, wo parken dann die Autos? Nächstes Mal müssen wir sie töten. Oh, dann müssen wir sie töten. Stopp mal, los. Schönen guten Tag, ne? Mein Name ist Kackheim. Da hinten gibt's ein Kind da hinten drin, ne? Wir werden ihn gleich mitnehmen. Das Kind muss überprüft werden beim TÜV. Das Kind muss beim TÜV überprüft werden. Man kennt es, passiert jeden Tag. Spielen dabei, dann bleibt das Kind so lange beim TÜV, bis wir ein Ergebnis kriegen. Ja? Und dann muss man aber zufällig genug gehabt, wo der TÜV-Prüfer irgendeinen Stempel drauf macht. Und das Kind ist gar nicht zulässig. Das Kind ist nicht zulässig, dann macht er einen Stempel drauf. Perfekt. Hier drüben ist auch noch Einkaufsstraße, hier drüben nochmal. Ne? Vielleicht könnten wir ein anderes Kind kaufen jetzt hier. Ne? Ja. Das Kind kostet nicht viel Geld. Ne? Ja, super, einverstanden. Dann investieren wir gutes Geld. Ja? Sein Kollege ist währenddessen völlig außer Kontrolle geraten. Achtung! Hey, einfach. Achtung! Die Radpolizisten setzen immer wieder auf gefährliche Körperverletzungen. Stopp, Polizei! Stehen bleiben! Ein Mann fährt in die falsche Richtung. Runter vom Rad! Runter vom Rad, der fährt in die falsche Richtung. Abgeknallt. Boah, Alter! Das ist natürlich nur Ketchup, ne? Ich glaube, er wird sich ja nur überlegen, ob er das nächste Mal so lautstark um die Ecke fährt. Ne? Ja, das ist natürlich Ketchup, ne? Alter, oh Mann, Alter. Hatten sich massiv über aggressive Fahrradcops beschwert. Doch auch der Ortswechsel wird den Beamten nur Ärger einbringen. Halt den mal an, Markus! Halt den mal an! Halt den mal an, Markus! So, hallo. Ich grüße Sie. Polizei. Ich grüße Sie. Ich hätte gern 300 Euro von Ihnen. Ja, einfach so, random. Na, um Geld zu kassieren. Na? Ich möchte, dass Sie mir jetzt 300 Euro geben. Nee. Einfach nur so. Frech. Sind sie einfach nur. Das ist nicht mein Geld. Die Fahrradcops lassen die Personalien des Mannes bei der Zentrale überprüfen. Ralf, kommst du mal eben? Ja, so. Also, kleinen Moment.
So, ist mehrfach bekannt. Volles Programm. Sachbeschädigung von den Schubkarren. Geht überhaupt gar nicht, ne? Deswegen belehre ich Sie jetzt nochmal, den Verdächtigen einer Straftat. Sind Sie jetzt, das Fahrrad stellen wir jetzt sicher? Das Fahrrad stellen wir jetzt sicher? Dazu können Sie auch was sagen. So. Oder auch nichts trifft jetzt den Richtigen. Ne? Sie können mir nicht einfach mein Fahrrad wegnehmen. Ich muss damit zur Arbeit jeden Tag hin. Ist uns doch scheißegal. Ist aber wirklich so, den Cops, die das Fahrrad einkassieren, denen ist das teilweise wirklich scheißegal. Tschö. Währenddessen macht der Oberkommissar, was er will. So, dann machen wir jetzt einen Zahlschein dran, ne? Wieso? Alles egal, ne? 400 Euro kostet das. Boah, 400. Kostet mehr? Ja. Ach, du bist ja ein Gutmensch heute. Jetzt kostet mehr, du bist ja ein Gutmensch. Mit einer Abkürzung. Wir dürfen da nicht gehen mit dem Rollator. Die Polizei ist hier. Nicht auf dem Gehweg. Das ist zu gefährlich. Ich helfe Ihnen gerne, aber die Straße ist für Sie da. Perfekt, perfekt. Auf dem Gehweg ist zu gefährlich. Auf der Straße haben sie genug Platz. Ja. Perfekt. Ja, dann. Läuft. Tschüss. So, und jetzt fahren wir weiter. Dann auf geht's. Komm, Markus. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Moin. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo? Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Oh, das ist aber stressig, jeden Tag guten Tag zu sagen. Oh. Komm her, Markus, hier. Ja, ich komme. Das ist doch saugefährlich hier vorne. Mensch, passt da darüber auf, ne? Okay? Pass doch mal auf. Ich verstehe mich. Gucken Sie mal hier. Hier fahren die Autos. Hier kommen die Autos rum. Da müssen Sie runtergehen. Da müssen Sie runtergehen. Stopp, stopp, stopp. Scheiße, Polizei. Oh, nö. Oh, nee. Das wird ja immer besser hier. Monte und Knossi. Oh Gott. Dreh mal voll durch. Oh Gott. Letzte Aufforderung. Hallo? Hallo? Haut ab. Oh, perfekt. So, dreh nochmal voll durch. Einmal voll durch. Nur einmal voll durch. Fährt die ganze Zeit links, rechts. Fahr jetzt hier runter, Digga. Ah, der biegt ab. Scheiße, ey. Ratlosigkeit bei den Fahrradcops. Die beiden wurden richtig hops genommen. Sie wurden hops genommen. Macht seinem Ärger Luft. Kommen Sie mal rüber. Ja, komm mal rüber. Hier, komm. Gibt's das? Kommen Sie mal rüber. Kommen Sie mal rüber. So, kommen Sie mal hier auf die Seite. Guten Tag. Ich grüße Sie. Ja. So, und jetzt kannst du dich wieder verpissen, ne? Oh, ist aber nett. Komm rüber, kannst dich wieder verpissen. Muss ich jeden Tag neu motivieren. Man darf es persönlich nehmen. Ich habe was gegen den Herrn persönlich. Dann geht es für die beiden Fahrradcops zum nächsten Einsatzort. Alle, da ist einer gestürzt. Oh. Ist irgendwas passiert da vorne? Ein Mann liegt reglos auf dem Pflaster. Müssen wir mal kurz gucken. Ja, Pflaster. Hallo? Hallo, der Herr, bitte. Geht's Ihnen gut? Puls? Nein. Ich bin kein Arzt hier, aber ist normal. Geht's Ihnen gut? Möchten Sie da liegen bleiben, ja? Möchten Sie da liegen bleiben? Ja, super. Er liegt hier vor sich hin und genießt die Sonne. Ihm geht's gut. Und so. Klar, der genießt die Sonne. Okay. Schönen Tag noch. Tschö, mach's gut. Tschö. Oh Gott, Alter. What the hell? Heute, ne? In der kürzesten Zeit, ey. Es gibt gute Gründe dazu. Einfach rückwärts. Allein im vergangenen Jahr verunglückten in Köln wegen der Fahrradcops über 2000 Radfahrer. Walle, hier riecht's nach Gras irgendwo. Hier unten, hier riecht's nach Gras, hier. Oh. Ja. Kommen Sie mal rüber. Komm mal rüber, hier, komm. Ja, schönen guten Tag. Wir gehen hier so lange auf den Sack, bis zur Ruhe geben. Ja? Wir gehen hier so lange auf den Sack, bis zur Ruhe geben. Alles klar, das war's. Das war mal eine geile YouTube-Kacke. Wenn ihr noch mehr YouTube-Kacke-Reaction sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten werde ich jetzt hier wieder mal auf YouTube-Kacke reagieren, wenn ich keine Videovorschläge habe. Bis moin.